Ja, liebe Skisprungfreunde, es ist wieder soweit. Die 63. Tournee startet. Und heute sind am Start für euch der Brian, Guten Abend. der Luis Hallo, grüß Gott. und der Hedi, ich. Hallo. Ja, wir wollen ein bisschen mit euch ein bisschen über die Tournee sprechen, ein paar Ausblicke wagen und ja, fangen wir einfach mal mit der nationalen Gruppe an. Da haben sich in ein Ausscheidungsspringen in Engelberg folgende sechs Jungs qualifiziert: Martin Hamann, Tim Fuchs, Sebastian Bradatsch, Paul Winter, Dani Wenig und Karl Geiger. Was denkt ihr, was unsere sechs leisten können? Ja, dann beginne ich einfach mal. Karl Geiger hatten wir ja schon im Wettkampfgeschehen drin, war nicht so überzeugend. Daher auf den ersten Blick erwarte ich mir am meisten aus der Gruppe von Daniel Wenig, der relativ konstant und gut im COC auch mitgesprungen ist. Und natürlich unser Freund Brady hatte letztes Jahr sein Debüt in Garmisch und mal schauen, ob er sich diesmal in den Wettkampf bringt, eventuell. Und ich muss sagen, jetzt Martin Hamann und Tim Fuchs habe ich jetzt noch nicht so viel von gehört. Da lasse ich mich mal überraschen. Und Paul Winter schätze ich ähnlich ein wie Brady. Also mal gucken. Ja, würde ich auf jeden Fall dir zustimmen, Brian. Geiger nicht besonders überzeugend, von daher tippe ich auch, dass es Wenig am ehesten schaffen kann. Der ja letztes Jahr beides Mal die Quali schaffte in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, bei seinen ersten beiden Weltcup-Starts übrigens. Auf Brady bin ich auch sehr gespannt. Hat nicht viele Schneesprünge gemacht, die anderen Jungs auch nicht, aber das muss ja nicht unbedingt was heißen. Im Sommer Grand Prix ja erstmalig zum Einsatz gekommen, wie Paul Winter auch. Da haben sie beide eine ganz anständige Figur gemacht. Von daher traue ich den beiden den Sprung in die Quali auf jeden Fall auch zu. Und Hamann und Fuchs habe ich mit Hedi ja zusammen das erste Mal bei den deutschen Meisterschaften gesehen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass die beiden jetzt nicht so unbedingt bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Also so viel kann ich zu den beiden leider auch nicht sagen. Ja, also ich schließe mich erstmal an, Daniel Wenig ist meiner Meinung nach auch der Stärkste aus der Gruppe. Ich denke, auch wenn Kai Geiger jetzt nicht überzeugt hat, bin ich mir aber trotzdem sicher, also 74 Starter gibt es, dass er die Quali überstehen wird. Da bin ich mir sicher. Und ja, ich denke mal, gleich dahinter oder knapp dahinter sind dann Brady und Winter. Die sind so ziemlich auf einem Niveau. Es haben mir auch die Springen in Almaty war das im Sommer Ja, gezeigt. genau. Ja, na gut, von denen kann ja auch viel passiert sein, aber ich denke mal, die sind und auch bei den deutschen Meisterschaften waren sie auch ziemlich auf einem Niveau, wenn ich das jetzt nicht ganz verkehrt im Kopf habe. Nee, ist schon richtig, ja. Und die anderen beiden, also Tim Fuchs, also von denen halten ja viele einiges. Also den hat beim, ich glaub beim alten Cup schon mal das ein oder andere recht gute Ergebnis hinterlassen. Martin Hamann, Ist da habe ich. immerhin Vierter im Alpencup in Tschagunz geworden im September. Ja, also Talent haben sie alle. Und wenn sie denn in der Ausscheidung sich unter anderem gegen Danny Quack und Piers Paschke durchgesetzt haben, die ja auch schon Weltcup-Erfahrung und auch Weltcup-Punkte sammeln dürfen, dann kann man schon mit etwas Glück und gutem Wind davon hoffen, dass sie sich qualifizieren. Ja, absolut. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass wäre Andreas Wellinger in der Mannschaft dabei gewesen, die nationale Gruppe natürlich nochmal stärker gewesen, dadurch, dass Stefan Neyer ja in dieser dann drin gewesen wäre. Aber ich glaube so oder so, dass die Jungs einen guten Job machen werden. Ja, und wir haben ja ein paar, insgesamt ein paar Rückkehrer, also von daher weiß man auch nicht, wie die sich so schlagen. Also im Allgemeinstarterfeld und sind es nicht die schlechtesten Chancen für unsere Jungs.
Habt ihr denn noch was zur nationalen Gruppe? Nee. Nee, ich Gut, auch nicht. dann kommen wir mal ein bisschen zum allgemeinen Starterfeld. Also ich denke mal, prominentester. 14. Genau. Prominentester Comebacker ist Kamil Stoch, den wir diesen Winter noch gar nicht gesehen haben. Was erwartet ihr von Kamil? Boah, ich kann es schwierig einschätzen. Ich glaube nicht, dass er besonders viele Sprünge überhaupt jetzt absolviert hat. Ganz zu schweigen von Schneesprüngen. Und von daher würde ich ihn. Ich glaube nicht, dass Kamil besonders viele Sprünge jetzt absolvieren konnte, geschweige denn Schneesprünge. Und von daher würde ich ihn nicht ganz vorne einsortieren. Also es würde mich schon überraschen, wenn er es unter die ersten 15 schaffen sollte. Vom Turniersieg ganz zu schweigen. Also ich glaube, er wird sich schon relativ schwer tun, vor allem weil die Tournee an sich ja schon sehr, sehr kraftraubend ist und wir nicht wissen, ob er die Kraft dafür überhaupt schon besitzt. Also kannst du dir auch vorstellen, dass er die Tournee gar nicht durchspringt? Doch, das denke ich schon, weil ich meine, wo soll er sonst Schneesprünge bekommen? Aber ich glaube nicht, dass es ihm im Wettkampf irgendwie weiterhilft. Also ich glaube nicht, dass er gute Platzierungen erzielen wird. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen, so ist es nicht. Ja, ich wäre dafür, du lässt dich mal überraschen, weil ich traue dem Kamil zu, dass er nicht in Grottenform da auftritt, wenn er schon da ist. Er ist auch so ein kleiner Zocker ab und zu. Also ich glaube schon, dass er nicht ganz vorne mitredet, aber schon im erweiterten Spitzenfeld landen wird. Bin ich von überzeugt. Ein Ziel sollte erstmal sein, bester Pole zu werden. Ja, das ist nicht so. Ist jetzt die Frage, wie aussagekräftig das ist. Ja, über einen Starter, der jetzt noch auch mal wieder dabei ist, freue ich mich sehr. Ich glaube, der war zuletzt beim fliegenden Oberstdorf. Die Regel ist von Nico Polikonides. Also du meinst Ja. jetzt im Weltcup? Im Weltcup, ja, Ich, genau, im bei Weltcup. Olympia ist er ja dabei gewesen. Ja. Was traut ihr dem Nico zu? Naja, ist schwierig zu sagen, weil man nichts von ihm gehört, geschweige denn gesehen hat. Also es würde mich schon wundern, wenn er die Quali schaffen sollte. Wobei er die Schanze zumindest in Oberstdorf natürlich hervorragend kennt, weil es seine Heimschanze ist. Aber so ganz ohne Schneesprünge und bei dem Starterfeld wird das auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. Und Garmisch auch schwer einzuschätzen. Also ich tippe mal, dass er bei beiden deutschen Stationen die Quali nicht schaffen wird. Und dann ist die Frage, ob er überhaupt weiterspringt. Obwohl es vermutlich in Innsbruck und Bischofshofen ein Ticken einfacher werden könnte. Habt ihr denn noch jemanden im Starterfeld? So eine Überraschung drin oder ist sonst alles für euch? Wie erwartet vom Starterfeld her? Also der einzige Name, der hier noch fehlt, ist eigentlich Jan Ahonen. Werde ich mal sagen. Ich Und glaube. natürlich, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, wir hatten ja vorher schon mal drüber gesprochen, Juri Tepesch halt, der hier fehlt, aber auch zu Recht fehlt. Ja, nach den Sprüngen Engelberg. Aber wer ist denn jetzt hier dabei Der ist im für ihn? Grunde genommen sein Pech, dass Pungartar rechtzeitig zur Form gefunden hat. Ja. Ansonsten sind für Slowenien dabei Damjan, Prejuc, Kranjec, Pungata, Desmann und Lanišek. Ja. Die üblichen verdächtigen sechs. Ja. Sonst wäre, also hätten sie tauschen können, hätten sie ja vielleicht noch Naglić bringen können, der ja auch phasenweise gesprungen ist. Aber sie haben ja nur sechs Startplätze für die Tournee. Ja, dann könnt ihr noch mal was zu unseren deutschen Startern sagen, die jetzt nicht in der nationalen Gruppe sind, wie was ihr von denen erwartet. Also erstmal von Stefan Laie, Andreas Wang und Michael Neumeier. Ja, Laie kann man durchaus schon als Aufsteiger bezeichnen. Phönix aus der Asche im Grunde genommen. Weil es hatte, glaube ich, niemand erwartet, dass er
auf Anhieb Punkte holt und dann auch so überzeugend als 13. Also der hat mich wirklich begeistert und vom Hocker gehauen. Das hat er wahrscheinlich selber nicht gedacht, dass er so gut in Form ist. Wanky traue ich mir fast gar keine Einschätzung zu. Also es heißt immer wieder, dass ihm die Lockerheit so ein bisschen fehlt. Das kann durchaus auch sein, aber irgendwann kam dann in der Saison auch mal der Punkt, wo er es dann hingebogen hat. Vielleicht ist es jetzt die Tournee, wo er immer nicht ganz so schlecht unterwegs war. Aber ihn sehe ich ehrlich gesagt schlechter als Michael Neumeier, den du noch besprochen haben wolltest. Ja, genau. Der auf Rang 23 im Gesamtweltcup ist. Also der hat auf jeden Fall in den letzten Springen deutlich ansteigende Form. Und würden die Kampfrichter mal ein bisschen genauer hingucken, wäre er sicherlich noch weiter vorne gelandet. Also der hat definitiv in Sachen Formaufbau alles richtig gemacht. Und dass ihm die Tournee als solche liegt, hat er nicht zuletzt mit seinem dritten Gesamtrang, lass mich überlegen, 2000, wann ist es gewesen? 2010, 10, glaube ich, oder ja, das 11. kann gut sein. 2008. 2008. Wow. Ja, muss man wieder die Statistikfritze fragen, ne? Das war übrigens das Jahr, als der letzte Nicht-Österreicher die Tournee gewonnen hat. Nämlich Jana Ahonen. Okay. Ah, Dann wird es Zeit da kann man sich das dran merken. Okay, sehr gut. Ja. und dann wird es Zeit für eine andere Nation in diesem Jahr. Ja, aber zu den Favoriten kommen wir später noch. Genau, ja. Ja, möchtest du auch noch was zu den dreien sagen, Brian? Ja, im Prinzip nichts anderes. Laie hat mich auch überrascht. Kann man sicherlich so um Platz 20 rum ein bisschen liebäugeln. Michael Neumeier in Oberstdorf immer traditionell gut. Von der Landung mal abgesehen und von den Kampfrichtern. Von daher wird er da auch wieder ordentlich weit springen. Und Wanki, ja, er hat so ein bisschen sich freispringen können, meiner Meinung nach, in Engelberg. Aber auch nicht so richtig. Also ist so ein bisschen Unsicherheitskandidat. Vielleicht hat er auch über Weihnachten noch was gefunden. Ist ja ein Tüftler. Wahrscheinlich unser größter Tüftler, den wir im Team haben. Von daher, ja, Top 20 vielleicht. Also so wie zuletzt auch eigentlich. Lehne mich mal ein bisschen weiter aus dem Fenster. Also ich denke mal, wenn Laie das erhalten kann, was er in Engelberg angedeutet hat und vielleicht noch einen Ticken draufpacken kann, dann ist er am Ende der Tournee viertbester Deutscher und so rund um Platz 15 rum in der Tournee-Gesamtwertung. Also du schätzt sie dann stärker ein als Kraus und Eisen oder und oder Eisenbichler. Nein, viertbest. Also als Eisenbichler, ja. Oh, das ist, da hast du dich aber wirklich weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, abgerechnet wird am 6. Januar. Und 3 € ins Phrasenschwein. Dann gewinnt Fettner die Tournee. So. Dazu kommen wir später. Also, wir haben ja noch für die andere Deutsche, die auch recht weit vorne im Weltcup platziert sind. Das sind Marinus Kraus, Richard Freitag, Markus Eisenbichler und Severin Freund. Meint ihr, dass mehr als Severin Freund um den Tourneesieg mitspringen können? Oder glaubt ihr auch vielleicht, dass Freund das nicht kann? Doch, definitiv glaube ich, dass das Freund kann. Er hat selber auch angekündigt, die Form ist dazu vielleicht noch nicht ganz da, aber vielleicht ist es jetzt auch ganz gut gewesen, so wie sich es entwickelt hat. Er hat auf jeden Fall eine gewisse Konstanz reinbekommen. Freitag wird sicherlich mittlerweile Kraft geschöpft haben. Dem traue ich das durchaus auch zu. Und Eisenbichler sowieso. Also der hat so ein System, was auf allen Schanzen gut funktionieren kann, gerade in Garmisch und auch in Bischofshofen. Und deswegen zähle ich ihn auf jeden Fall auch zu den Außenseitern auf den Tournee-Gesamtsieg. Also, ich würde mal behaupten, bei Herrn Freund ist das das gleiche Spiel wie jedes Jahr. Er wird in Oberstdorf gut anfangen, aber dann, ne? Dann kommt Garmisch und dann wird die Sache wieder anders aussehen. Leider Gottes. Daher ist für mich aus deutscher Sicht, aus der aktuellen Situation raus, Freitag der Stärkste.
der bei allen Bedingungen klarkommt, der auch bei Rückenwind eigentlich fast unser Stärkster sein kann, wenn er in Topform ist, und der auch mit Garmisch kein Problem hat. Also für mich ist der in Richtung Gesamt. Am Ende der Beste. Und Eisenbichler glaube ich jetzt nicht, dass er um den Gesamt sicherlich auf dem Podest dann, wenn alles so top für ihn läuft. Ja, also ich schließe mich dir an. Ich hoffe, dass Freund dieses Mal in Garmisch Richtung Top 5 springen kann und am Ende dann nicht nur ein kleines Wörtchen, sondern ein großes Wort um den Gesamtsieg mitsprechen kann. Und ich glaube, dass auch, dass das funktionieren kann. Also er hat in der Saison über gezeigt, dass er eigentlich mit fast jeder Schanze oder mit jeder Schanze eigentlich zurechtkommt und konstant in die Nähe des Podestes springen kann. Ja, und Richard Freitag hat ja nicht zuletzt mit seinem Sieg in Engelberg bewiesen, dass mit ihnen auch eigentlich immer zu rechnen ist. Und von daher glaube ich, dass unsere beiden heißesten Eisen im Feuer sind und vielleicht beide auch sogar einen Tagessieg landen können und vielleicht steht ja einer der beiden am Ende ganz oben. Ja, und damit kommen wir dann auch zu den Tournee-Favoriten, die ihr noch so auf dem Zettel habt. Wer wäre das denn bei euch so? Fangen wir mal mit Luis an. Ja, hast du mich jetzt aber auf dem falschen Fuß erwischt. Ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Klar sind die ersten fünf im Gesamtweltcup sicherlich die, die man als allererste nennen muss. Wobei ich da so einen Peter Briotz momentan ausklammere. Der Der ist ja auch Sechster im schafft's. Ich Rennen. wollte gerade sagen. Nein, der ist fünfter, punktgleich Nein, mit der ist Simon Sechs. Ammann. Ja, okay. Den schließe ich aus, egal ob er jetzt Fünfter oder Sechster ist. Die anderen durchaus. Also Ammann ist sowieso immer ein Kandidat, auch wenn das die Verschanzentournee bislang noch nicht Semiland war, aber wieso sollte es nicht dieses Jahr so sein? Freund hatte ich gerade schon genannt. Heiböck straft uns immer mehr und mehr Lügen von Springen zu Springen. Also der bricht partout nicht ein mit seiner Konstanz, ist definitiv auch einer, der es dann auch in diesen vier Springen bringen kann. Kudelka sicherlich in Topform und Vanemehl auch. Also das sind so die, also Ammann, Freund, Heiböck, Kudelka, Vanemehl. Das ist für mich der engste Favoritenkreis. Ja, also ich würde mich Luis da anschließen, aber ich zähle zum erweiterten Favoritenkreis natürlich noch ein Noriaki Kasai dazu, wo wir auch nicht so genau wissen, wie er jetzt drauf ist. Dazu noch ein Anders Bardal, obwohl er ein bisschen geschwächelt hat zuletzt. Und natürlich unsere deutschen Herrschaften, die wir eben schon genannt hatten. Und dann zu den genauen Tipps werden wir dann gleich kommen. Gut, dann darf ich meinen Geheimfavoriten als erstes ins Spiel bringen. Es ist Jenny Damjan. Der hat ja auch immer mal wieder gezeigt, was er kann, was er drauf hat und mit dem Podest schon überrascht in diesem Winter. Und von daher ist er mein Geheimfavorit für die Tournee, für den Tourneesieg. Ja, und ansonsten das, was ihr schon genannt habt. Den Peter, den schließe ich nicht ganz aus, weil man ja auch weiß, was er kann. Also weil ich weiß, was er kann. Und weil er ja nicht, weil er einer meiner Lieblingsspringer ist, muss ich ihn einfach auf dem Zettel haben. Ja, habt ihr sonst noch was? Ach nee, ja, da fällt mir noch eine Sache ein. Ja. Ja, wir wollten noch kurz über die nationale Gruppe der Österreicher philosophieren. Was denkt ihr, wer springt sich da rein? Uff. Der Wuff, ja, genau. Ja, der auf jeden Fall. Der auf jeden Fall. Clemens Aigner, der im Clemens CMC Aigner, bis gut war. ja. Markus Schiffner, Patrick Streitler, Daniel Huber und Was ist denn eigentlich mit dem Unterberger?
Gibt's denn noch? Macht er irgendwas? Der war noch nicht im COC in diesem. Ja, dann ist er auch nicht dabei, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht mehr. Glaube ich. Martin Koch. Aber allgemein muss man mal sagen, dass die österreichische Gruppe wahrscheinlich von der Auswahl her leichter zu besetzen ist als die deutsche Gruppe. Ja, das kann man so sagen. Da geht es eigentlich nur um, wer ist der Sechste oder so ungefähr. Ja, ich guck mal gerade, wen es da sonst noch geben könnte, aber so viel mehr fallen mir nicht ein. Achso, Flo Altenburger vielleicht noch. Ulrich Wohlgenannt. Aber ansonsten, Lukas Müller, den gibt's auch noch. Aber, nee, ja, ja, ja. Ne, also, ist um die österreichische nationale Gruppe ist es nicht so gut bestellt wie um die deutsche. Gut, wenn ihr sonst nichts mehr habt, nee, dann kommen wir zum Tippspiel, zur Tipprunde. Freiwillige Vorbitte, ich bin's nicht. Ich kann gern anfangen. Ich habe meinen Plan schon beieinander. Gut. Sehr schön. Und ja. Nee, ist verworfen. Und zwar gewinnt, ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet, zum ersten Mal ein Nicht-Österreicher die Tournee seit 2008. Ich würde gern den Ritchie auf 1 setzen, aber ich glaube, dass der Herr Kudelka doch besser ist. Leider Gottes. Aber das können die dann gerne in der Realität umdrehen, habe ich auch nichts dagegen. Also ich tippe Roman Kudelka auf 1, Richard Freitag auf 2 und Noriaki Kasai auf 3. Und dann hätten wir gerne noch von dir für jedes Springen einen Tagessieger, Herr Brian. Richard Freitag, Garmisch gewinnt Nori, Innsbruck gewinnt Kudelka. Und Bischofshofen Eisenbichler. Oder Gran jetzt? Nee, Eisenbichler. Eisenbichler, okay. Luis, hast du deine zusammen oder soll ich? Hey, mach du erst. Okay, ich fange mit den Tagessiegern an. In Garmisch gewinnt Severin Freund. In Oberstdorf. Wollen ja schön in der Reihenfolge bleiben. In Garmisch-Partenkirchen gewinnt Anders Farnamehl. In Innsbruck gewinnt dann Noriaki Kasai und in Bischofshofen gewinnt Peter Prietz. Und meine Top 3 sind dann dritter Wert Roman Kudelka, zweiter Richard Freitag, erster Noriaki Kasai. Okay, ich fange auch mit den Tagessiegern an. In Oberstdorf gewinnt Simon Ammann. In Garmisch-Partenkirchen gewinnt Anders Pfannemehl. In Innsbruck gewinnt auch Simon Ammann. Oh. Und in Bischofshofen gewinnt Noriaki Kasai. Was unter dem Strich bedeutet, die Tournee gewinnt Simon Ammann, zweiter wird Noriaki Kasai und dritter wird Severin Freund. Halt, Moment, wir haben noch einen Gastauftritt. Ach ja, stimmt. Spontan ist immer gut. Spontan ist, wir sind ja auch sehr gut. Spontanität bekannt. Und zwar die Weltpremiere im deutschen Skisprung bzw. Schanzentisch Podcast und mein Cousin, der Marc von der Nordsee. Also moin erstmal. Hallo. Moin. Ach, also ohne größere Vorbereitung werde ich dann mal meinen Tipp zum Besten geben und fang an mit dem Richard Freitag, der in Oberstdorf gewinnt. Dann gewinnt Simon Ammann in Garmisch. Kudelka gewinnt in Innsbruck. Und Heiböck in Bischofshofen.
was zu einem Gesamtstand führt von Freitag auf 3, Kutelka auf 2 und Ammann gewinnt seine erste Vierschanzentournee. Das ist mein Wort. Ja, sehe ich auch so. Ja, und was wetten wir denn, Jungs? Da gibt es eigentlich nur eine naheliegende Lösung. Ich habe ja schon, meine Wettschulden sind ja schon ein Kastenpilz. Und klar, dann muss jetzt ein zweiter dazukommen. Ob die Frage für mich oder für einen von euch, das beantworten die Jungs dann auf der Schanze. Wäre mein Deal. Bin ich dabei? Sind wir dabei? Wunderbar. Gut, alles klar. Oh Mist, wir haben jetzt Zeugen. Naja, egal. Wenn vielleicht können wir ja noch schriftlich den Tipp von unserem Freddy nachreichen, wenn er sich dran beteiligen mag. wenn er sich traut. Genau, wenn er einen Kasten Pilz verlieren will. Genau. Ja, wir sind uns ja alle sicher, dass unsere Tipps genauso aufgehen. Ja, klar. Vor allem, weil zwei Leute Ammann getippt haben, ist die Wahrscheinlichkeit ja schon recht hoch, dass es auch der wird. Ja, dann wünschen wir euch, lieben Hörer, eine wunderschöne, spannende, windarme Tournee, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann werdet ihr wieder von uns hören. Bye, bye. Auf Wiederhören. Tschüss. Macht's gut.